Wir schätzen es nicht, wenn Leute aus der Ebene sich bei uns umsehen, als wären wir so etwas wie ein Tiergarten. Die Urne ist nichts als eine Legende. Ich weiß nicht, wer dieser Bruder Ginny Tivi ist oder was er sagt. Aber die Menschen reden sich oft alles Mögliche ein. Nein. Ihr könnt in unserem Laden Vorräte kaufen, wenn ihr wollt. Aber dann solltet ihr mit euren Gefährten weiterziehen. Ist es gerade kälter geworden oder bilde ich mir das nur ein? Sie verbergen etwas. Das ist doch offensichtlich. In ruhigen, abgeschotteten Gemeinschaften geht hinter verschlossenen Türen immer etwas Schreckliches vor. Ich hoffe, es hat was mit Ketten zu tun. Und ich darf mitmachen. Komm schon, hübsch. Wer bist du? Du solltest nicht hier sein. In der Kirche. Mutter wollte, dass ich auch hingehe. Aber ich lasse mir von ihr nicht mehr sagen, was ich tun soll. Ich will Vater Eirik nicht mehr zusammen mit den Babys und den Mädchen zuhören. Bald bin ich alt genug. Dann gehe ich in die Berge und... Nur so? Es ist schöner dort oben. Das verstehst du nicht. Bewohner der Ebenen gehören nicht her. Schon gut, schon gut. Vielleicht wurden hier Lebensmittel zubereitet. Ich versuche nur, optimistisch zu sein. Die andere Erklärung ist weitaus beunruhigender. Ich frage mich, die Krähen haben oft Blutopfer gebracht und dadurch unheimliche Fähigkeiten bekommen. Das ist Menschenblut. Ich weiß es einfach. Und ich weiß, dass niemand so einen Blutverlust überlebt. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ihr habt also eure Schwester getroffen. Halbschwester. Ja, habe ich. Und ihr habt versprochen, ihr zu helfen? Ja, und? Warum habt ihr das getan? Die Frau ist ein Parasit, die keine eurer Taten zu schätzen weiß. Das ist euch doch klar. Es sind Augenblicke wie dieser, in denen ich froh bin um den Unterschied zwischen euch und mir. Es sind Augenblicke wie diese, in denen ich mich frage, worin der Unterschied zwischen euch und einem Fliegenpilz überhaupt besteht. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Wir haben nichts für euch. Bitte geht wieder.
Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Was macht ihr da? Das ist privat! Ich wüsste nicht, was euch das anginge. Nein, dazu habt ihr nicht das Recht! Selbstverständlich. Ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Darum. Aber selbstverständlich. Sind wir über alle Maßen gesegnet? Wir wurden von der Heiligen und Geliebten selbst als Wächter auserwählt. Uns allein ist diese heilige Pflicht auferlegt. Frohlocket, meine Brüder, und öffnet eure Herzen für sie. Hebt eure Stimmen und verzweifelt nicht, denn sie wird ihre treuen Diener zu sich nehmen, wenn... Ah, willkommen! Ich habe schon gehört, dass wir einen Gast im Dorf haben. Habt ihr euren Aufenthalt in Haven bisher genossen?
Wie könnt ihr Gastfreundschaft erwarten, wenn ihr in unsere Häuser einbrecht und einen unserer Brüder tötet? Versteht ihr? Deshalb mögen wir keine Gäste. Sie sind nicht wie wir. Sie fügen uns Schaden zu, wenn wir sie nicht daran hindern. Wir schulden euch keine Erklärung für das, was wir tun. Wir erfüllen eine heilige Pflicht. Sie nicht zu beschützen, wäre die größte Sünde. Uns wird alles vergeben werden. Selbstverständlich.